Moin Moin Kinder, also willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wir sind immer noch am Planieren des Außenbereichs. So. Ein bisschen Erde, bitte. Ich habe schon mal ein bisschen weitergemacht. Es ist zwar noch nicht alles grün geworden, aber das wird. Das wird, das wird. So, weil ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal ein bisschen vorarbeite, dann werden wir vielleicht sogar in der heutigen Folge zumindest mit dieser Seite fertig. Das würde ich ganz gut finden. Aber gut, das wird sich dann ja noch zeigen. Ich werde den Bereich jetzt erstmal hier, soweit es geht, offen lassen. Weil ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich da jetzt, ja, auch einfach nur die Erde drum mache oder irgendwas anderes. Ist ja alles im Bereich des Möglichen, ne? Das muss ich mir noch mal angucken. Oh, es wird schon wieder dunkel. Da gehe ich doch mal lieber schlafen, ne? Wui. Spinne? Oh, Bett habe ich ja jetzt unten. Hätte ich ja fast vergessen. Hallo, geh da rein. Sehr schön. Ja, und weiter geht's. Ja, wie gesagt, das ist. Ach, da oben bist du. Kleiner Wichser, ey. Unglaublich, ey. Na ja, gut. Hier gibt es leider doch einige Ecken, wo die immer noch spawnen können, die Monsters. So. Da muss ich leider ein bisschen was cutten. Aber ich habe sowieso noch ein bisschen Stein weggehauen, also alles gut. Ja. Oh, mir fällt gerade ein, dass ich da hinten noch den Bahnhof bauen wollte. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen verschieben. So, aber egal. Und ich denke mal, dass ich hier auch Erde hinmachen werde. Ich meine, es soll halt so aussehen, als wenn es natürlich zu dem ganzen anderen Kram hier dazugehört. Und da fände ich Erde ehrlich gesagt am besten. Falsche Pickaxe! Ja, mit der Eisen dauert es halt ein bisschen länger. Muss aufpassen, dass ich hier das Glas nicht zerschlage. So in etwa. Und so und so. Gut, dann habe ich den Außenbereich hier schon mal. Okay. Schon mal fertig. Mehr Erde bitte! Ich glaube, ich muss nachher noch richtig viel Erde aus dem Dings holen, weil sonst. Ansonsten, wir haben ein Problem. So. Weil die ist ja gleich wieder alle, ne? Das geht ja gar nicht. Aber so doch nicht! Alter, sag mal. Ich bin heute auch echt zu blöd zum Bauen. So. Ich denke mal, Hauptsache, wir machen das hier erstmal fertig. Fertig! Boah, ich will das ja gerne noch in der heutigen Folge schaffen. Achso, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe oder auch nur gedacht habe. Das ist bei mir immer so ein bisschen. War das jetzt so oder war das so? Aber auf jeden Fall würde ich gerne nächste Folge nochmal Master Builders aufnehmen. Ich weiß ja, wie sehr ihr Master Builders mögt. Und ich mag es auch, ehrlich gesagt. Ich überlege auch gerade, brauchen wir noch so viel Stein? Eigentlich ja nicht, ne? Zumindest jetzt fürs erste Mal nicht. Wenn wir was brauchen, können wir sonst immer noch später holen. Dann wieder dieser ganze hässliche Stein, den sowieso kein Schwein braucht. Feuerstein, wo krieg ich die denn hin? Hier, ne? Und ihr kleinen Schweinchen. So, nehme ich mir noch ein bisschen Erde mit. Nee, weil ich habe auch Bock mal wieder. Also ab und zu spiele ich wirklich ganz gerne Master Builders, das muss ich sagen.
Deswegen glaube ich, das ist eine ganz gute Idee, das zu machen. Ja. Schön im Takt hier hämmern. Woo! Dedede. Mann, ich habe schon so viel Erde mitgenommen. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass das hierfür nicht reichen wird, eventuell. Na gut, hoffen wir das Beste. Muss auch gleich dran denken, was zu essen. Aber jetzt kann ich nicht. Jetzt bin ich hier im Abbaufieber. Wuhu! So. Eigentlich wäre es ja. Ne, warte mal. Jetzt können wir was essen. Jetzt ist das Abbaufieber vorbei. Ne, jetzt darf gegessen werden. Mir ist gerade mal so aufgefallen, es wäre vielleicht gar nicht mal so dumm, schon mal so weit das, die Erde zu legen, damit sie halt möglichst schnell auch noch zu Gras wird, damit wir auch keine Zeit verschwenden. Und so schnell wie möglich die perfekte Sicht haben auf unser Gebiet hier. Nur meine Meinung. Ja. Und so. Ja, ich glaube, das wird cool. Das wird auf jeden Fall cool werden. Da geht mir schon wieder die Erde aus. Kann ja wohl nicht angehen. Und so. Ja, ist toll, dass meine Nachbarn auch gerade jetzt staubsaugen müssen, ne? Die haben anscheinend auch nichts von Mittagsruhe gehört. Aber gut. Ja gut, ich habe hier an der Stelle momentan sowieso nicht viel zu erzählen. Ich bin auch gerade ein bisschen sehr darauf fokussiert, das alles hier noch in entsprechender Zeit zu schaffen. Oh, nee. Wir haben keine Zeit für so eine Kacke. Das ist auch so ein bisschen wie Master Builder, das ist so schön auf Speed hier versuchen, die Blöcke zu platzieren, was man nicht alles tut, ne? So ein Kackmist. So. Schon wieder, ey, wie die Erde weggeht, ist der Wahnsinn. Muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin echt froh, wenn ich mit meinem Tempel hier fertig bin. Aber zumindest schon mal mit dem Grundaufbau so. Vor allem, wir müssen noch den Tempel selbst verschönern, wir müssen noch den Garten bauen. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt, aber ich würde ihn halt ganz gerne bauen. Und, das wird alles, glaube ich, noch sehr zeitaufwendig. Tja, ich habe nicht mal annähernd genug Erde dabei. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ganz froh, dass ich für die ganze Erde mal Verwendung habe. So. Na super, es wird gleich schon wieder dunkel, traumhaft. Egal, das machen wir noch schnell fertig. So. Spring, spring! Schon wieder eine Spinne.
Erstmal ein gutes Schwert mitnehmen. Die spawnen irgendwie immer da oben so, ne? Ganz hässlich. Na gut. Egal, solange es so Spinnen sind und keine Creeper, habe ich kein Problem damit. Ach, komm her. Ach, komm her. Ach, komm. Der absolute Shit, würde ich sagen. So, dann gehen wir doch gleich mal wieder hoch. Nee, aber sonst so andere Monster sind hier gerade gar nicht am Start. Das finde ich ganz gut. Aber warte mal, den Fitzel hier wollen wir doch wenigstens noch wegmachen. So ein Fitzelmeier. Guck mal, ich wollte mir auch ein bisschen Erde noch mitnehmen. Also, ich habe es zwar nicht gesagt, aber ich wollte es auf jeden Fall. So, Hochkonzentrationsbauphase zumindest für diesen Teil abgeschlossen. Das sieht doch schon richtig gut aus. Richtig schön grün, richtig schön naturmäßig. Gut, hier fehlt noch ein bisschen was, das ist aber nicht so wild. Aber wisst ihr was, als ob wir die paar Dinger jetzt nicht auch noch auf die Schnelle schaffen. Komm. Dann habe ich es auf jeden Fall fertig. Dann muss ich mich nicht wie ein geprügelter Hund irgendwie damit abfinden, dass ich nicht alles komplett geschafft habe, sondern kann sagen, ich habe alles geschafft. Yeah. Und vielleicht, wenn meine Berechnungen stimmen, sollte das sogar mit der Erde noch reichen, die wir dabei haben. Hoffe ich zumindest. Komm schon, komm schon. Ja, wisst ihr, dann kann ich auch frohen Mutes ins Wochenende gehen und sagen, okay, jetzt habe ich mir eine Runde Master Builders verdient, denn arbeitstechnisch habe ich hier alles richtig gemacht. Alles, was ich wollte, ist soweit fertig geworden. Und das ist ja auch schon mal viel wert, ne? Wenn man sich so ein bisschen an seine zeitlichen Vorgaben hält. Top Speed. Ja, ich fürchte aber, die Erde reicht doch nicht aus. So ein Mist. Na gut, bleibt hier halt ein Bereich frei. Aber zumindest sind wir von der Idee her fertig. Zumindest mit diesem Bereich hier. Nochmal ein kurzer Blick. Na gut, hier ist noch ein bisschen was. Das wird aber nicht so lange dauern. Das, ja, obwohl hier ist auch noch ein Stückchen. Also so ratzelifatz wird das nicht fertig sein. Aber zumindest ist es alles überschaubar. Das ist aber auch echt gefährlich, was ich hier mache. Na gut, der Bereich ist sowieso clear. Also, es sieht auf jeden Fall alles sehr gut aus. Wir machen in der, nicht in der nächsten, sondern in der übernächsten Folge weiter mit, ja, Bauen, dies und das. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Minecraft. Auf Wiedersehen.